Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video von Tennis Mastery. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gucken wir uns einen Quick Fix an für den Volley. Viel Spaß dabei! So, los geht's mit dem Video. Mir ist in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass viele Spieler in der Vorbereitungsphase zum Volley den Schläger zu nah am Körper haben. Genau das möchten wir heute ändern, und zwar möchten wir dafür sorgen, dass die Ellbogen nicht am Körper angelegt sind, sondern dass die Ellbogen weiter weg vom Körper sind, sodass die Arme fast durchgestreckt sind und wir hier genug Freiraum zwischen haben. Dadurch haben wir den Schläger auch schon hoch genug, also auf Augenhöhe ungefähr, unser Schlägerkopf ist auf Augenhöhe, und durch dieses nach vorne bringen des Schlägers ist der Körperschwerpunkt auch schon weiter nach vorne, dass er die Bewegung zum Volley erleichtert. Also wir können leichter nach vorne in Richtung Ball gehen. Versucht dabei darauf zu achten, dass ihr wirklich nicht weiter als eure Schulter ausholt oder dass ihr nicht weiter ausholt, dass der Schläger aus eurem Sichtfeld rauskommt. Jetzt zeigen wir euch erstmal, wie es nicht aussehen sollte, und zwar wenn die Ellbogen am Körper dran sind. Hier könnt ihr erkennen, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, den Weg nach vorne zu finden, da der Körperschwerpunkt so weit hinten ist. Ich werde eher genötigt, zur Seite auszuweichen oder nach hinten auszuweichen, um wirklich den Treffpunkt optimal zu haben. Hier könnt ihr es auch wieder sehen, dass ich viel zu nah am Körper bin mit dem Schläger, dass ich keinen Druck auf den Ball ausüben kann und dadurch wieder nach hinten oder zur Seite rausgedrängt werde. So, jetzt kommen wir zu der Position, wie wir den Schläger eigentlich haben möchten, und zwar weit vor dem Körper, damit wir den Körperschwerpunkt wieder nach vorne verlagern können. Hier seht ihr schon, wie es mir einfacher fällt, nach vorne in Richtung Ball zu gehen und den Ball mit meinem Körper nach vorne zu drücken. Also achtet darauf, dass der Schläger nach jedem Volley wieder vor eurem Körper ist und dass ihr einen tiefen Körperschwerpunkt habt. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Tipps helfen euch. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch hier oder sogar ein Abo. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao.